herzlich willkommen. In meinem heutigen Video geht es um das Thema Athletiktraining für Triathleten. Ich möchte euch heute eine kurze Einführung geben, vor allem in das Thema Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, wie ihr da Trainingsprogramme zusammenbauen könnt. Generell ist es so, dass der Begriff der Athletik eine ganze Menge Teilbereiche umfasst, also nicht nur Krafttraining, sondern wir reden ja über Stabilität, über Mobilität, wir reden über Dehnen, wir reden über Koordination, wir reden über Kondition. Also sind viele Aspekte, mit denen man sich da beschäftigen kann. Und warum macht man ein begleitendes Athletikprogramm? Ziel ist es natürlich, das Kraftpotenzial zu steigern, um in den einzelnen Disziplinen leistungsfähiger zu werden. Weil für alle Bewegungen, die wir brauchen, ist Kraft eine Grundvoraussetzung. Ja, wenn ich mehr Kraft habe, kann ich mich ökonomischer bewegen. Es geht aber auch darum, Verletzungen vorzubeugen, den Körper belastbarer zu machen, die Kraft, die ich habe, abrufen zu können. Wenn ich im Rumpf mehr Stabilität habe, dann kann ich auch mehr Kraft ins Wasser bringen, kann ich mehr Kraft auf die Pedale, auf die Straße bringen. Ja, es nützt also nichts, dass ich nur den Bizeps auftrainiere, habe aber keine starke Rumpfmuskulatur, weil aus dem Rumpf entstehen die meisten Bewegungen, aus der Rumpfmuskulatur heraus. Und wenn ich jetzt einen dicken Arm habe und versuche mich im Wasser vorwärts zu ziehen, habe aber keine Stabilität oder keine Körperspannung, möchte ich es mal nennen, dann werde ich die Kraft aus dem Arm gar nicht ins Wasser bekommen, ja, weil einfach das Widerlager fehlt. Ich kann die Kraft gar nicht richtig einsetzen. Das heißt, es ist komplex und das ist auch das Erste, was ich euch mitgeben möchte, wenn ihr euch mit Krafttraining für den Triathlon beschäftigt oder mit generell mit spezifischem Krafttraining für eure Sportarten, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr ein möglichst funktionelles Ganzkörpertraining macht und dass ihr auch mehrgelenkige Übungen bevorzugt. Also nicht isoliert hingehen und jetzt hier Bizeps Curls machen, weil das nachher in der Disco schick aussieht, weil das nützt mir eben nichts, wenn ein Muskel in der ganzen Muskelkette, die ich in meiner Gesamtbewegung habe, besonders stark ist, weil der eventuell sogar das Zusammenspiel der verschiedenen beteiligten Muskelgruppen stört. Besser ist es also, wenn ihr versucht, die Bewegungen im Komplexen zu trainieren. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt vier oder fünf Bewegungsdimensionen, die ihr berücksichtigen solltet. Und damit könnt ihr euch auch ein einfaches Trainingsprogramm zusammenbauen. Ich fange mal an, ich knie mich mal hin, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Also, die erste Bewegungsdimension, wir fangen an mit dem Oberkörper, ist was von mir wegdrücken. Also wie beim Liegestütz. Ich drücke entweder meinen Körper hoch oder ein Gewicht, wie beim Bankdrücken, hebe ich an. Das heißt, das Wegdrücken aktiviert die Brustmuskulatur, Schulter und Trizeps. Das sind die Hauptmuskelgruppen. Und wenn ich eine funktionelle Übung mache, also nicht jetzt in einer Maschine sitze, wo ich wirklich nur hier oben die Bewegung ausübe, habe ich auch noch ein stabilisierendes Element in der Rumpfmuskulatur. Die andere Bewegungsdimension, nicht verwechseln jetzt, ist, was auf mich zuzieht, wie beim Rudern zum Beispiel oder beim Klimmzug. Ich habe eine Zugbewegung, das aktiviert die Rückenmuskulatur, den gesamten Schultergürtel, den Bizeps und je nach Übung auch eben wieder die stabilisierende Muskulatur. Damit habe ich zwei wesentliche Bewegungsdimensionen und habe im Prinzip alle großen Muskelgruppen im Oberkörper aktiviert. Die nächste Bewegung, ich gehe ein bisschen zurück, dass ihr mich gut sehen könnt, ist ein Auf und Ab, also das Absenken und Anheben des Körperschwerpunktes, wie zum Beispiel bei der Kniebeuge. Ja, das ist jetzt was, was die Streckerkette aktiviert, das ist also die gesamte Beinmuskulatur, die für Knie- und Hüftstreckung verantwortlich ist. Ich habe aber auch eine stabilisierende Wirkung in der Rumpfmuskulatur. Das heißt, mit drei Bewegungsdimensionen habe ich alle großen Muskelgruppen im Körper aktiviert. Was fehlt, ist jetzt noch eine stabilisierende Komponente, ist jetzt keine Bewegungsdimension in dem Sinne, aber dass ich eben versuche, nochmal aktiv die Rumpfmuskulatur zu stabilisieren, um einfach Spannung im Körper aufzubauen. Alle Bewegungen entstehen eben aus der Körpermitte heraus und da muss ich stabil sein für alle Zielbewegungen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Stützübung wie der Unterarmstütz. Gehe ich gleich aber nochmal drauf ein, werde ich euch die Übung noch mal ein bisschen genauer oder detaillierter erklären. Und die letzte Dimension wäre eine Rotation. Da gibt es manchmal auch ein bisschen Schwachstellen.
Das heißt, wenn ich versuche, eine Diagonale noch herzustellen. Ich kann zum Beispiel aus dem Vierpunktstütz ein Bein heben und den gegenüberliegenden Arm. Jetzt habe ich so ein bisschen auch in der Diagonalen eine Stabilitätswirkung. Aber wenn ich das nicht hinbekomme, wenn ich merke, dass ich wackel, habe ich da ein Manko. Und das ist jetzt eine relativ einfache Übung. Ich könnte das auch gleichzeitig machen. Also ich hebe das rechte Bein und den rechten Arm und versuche mich dabei zu stabilisieren. Ihr merkt schon, dass mir das auch ein bisschen schwer fällt. Da muss ich mich drauf konzentrieren. Nebenbei reden und Video machen ist dann nicht immer ganz einfach. Das ist aber so eben die Rotationskomponente, die wir als fünfte Bewegungsdimension drin haben. Man könnte noch eine sechste dazu nehmen. Das wäre eine Kippbewegung, Scharnierbewegung hier in der Hüfte. Also wenn ich jetzt eine Kettlebell habe und eine Schwungbewegung mache, dann habe ich jetzt noch eine Aktivierung hinten der Hüftstreckmuskulatur, also vom Po. Das wäre noch eine sechste, wenn man jetzt noch ein bisschen individueller arbeiten will. Aber die ersten vier sind für mich erstmal die entscheidenden für ein ganz einfaches Krafttrainingsprogramm. Das heißt, wir fangen einfach mal an. Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, würde ich sagen, dass man zwischen 4 und 8 Übungen sich zusammenstellt. Dann kann man ein bisschen abwechslungsreicher trainieren, wenn man mehr Übungen hat. Wenn man weniger Zeit hat, dann reichen auch 4, um einfach wirklich alle Muskeln anzusprechen. Das heißt, die Basisübung Nummer 1 ist der Liegestütz. Ich drehe die Matte noch mal ein bisschen, dann könnt ihr es so schräg sehen. Okay, also beim Liegestütz ist wichtig, dass die Hände wirklich unterhalb der Brust, ungefähr auf Höhe des Brustbeins aufgesetzt werden. Nicht zu hoch. Wenn ich die Hände hier vorne hin stütze, habe ich sehr viel Last auf der Schulter. Also ich muss mit den Füßen so weit nach vorne gehen, dass die Hände wirklich unterhalb der Brustmuskulatur aufsetzen. Die Hände sind auf dem Boden. Jetzt versucht ihr, die Hände in den Boden reinzuschrauben. Dadurch entsteht Drehmoment in der Schulter, baut ihr Spannung auf. Dann wird der Bauch eingezogen, der Po angespannt. Jetzt hat der ganze Körper Spannung. Und jetzt gehe ich runter und strecke die Arme wieder. Das ist ein sauberer Liegestütz. Der Körper bewegt sich wenig, ist wirklich nur aus den Armen heraus. Ich habe aber wirklich die Zielmuskulatur aktiviert. Davon könnt ihr, könnt das so als kleines Zirkelprogramm machen. So 8 bis 12 Wiederholungen. Und wenn ihr mehr schafft, könnt ihr natürlich dann mit der Zeit auch die Wiederholungszahl steigern, um euch weiter ein bisschen zu fordern. Wenn ihr den Liegestütz nicht sauber hinbekommt, dann könnt ihr zum Beispiel an einer Bank, an einer Parkbank oder an einer kleinen Mauer trainieren, oder einen Stuhl dazu nehmen, dass ihr die Hände ein bisschen höher aufsetzt, weil dann wird es leichter. Wenn ihr diese Möglichkeit nicht zur Verfügung habt oder euch das alles zu schwer ist, dann könnt ihr das natürlich auch auf den Knien machen. Wichtig ist, dass ihr hier die Hüfte jetzt streckt, dass man nicht so eine Bewegung macht, dann nur so Federn, sondern ich will wirklich die Arme ganz strecken. Also die Hüfte ist gestreckt. Auch hier legt ihr euch ganz ab, könnt da die Spannung unten ein bisschen halten und aus den Armen heraus eine Streckbewegung machen. Also nicht hier so eine halbe Nummer oder da oben irgendwie trainieren, sondern wirklich sauber. Das ist das Wichtigste, dass ihr sauber und akkurat arbeitet. Und das ist, wenn man das richtig machen will, auch schon durchaus eine Herausforderung. Man muss also jetzt nicht mit den ganz komplizierten Übungen anfangen, sondern erstmal müssen die Basics passen. Die zweite Bewegungsdimension wäre jetzt eine Übung für den Rücken. Da braucht man unter Umständen Hilfsmittel, also zum Beispiel eine Klimmzugstange, wo man sich hochziehen kann, oder eine Barrenstange, wo man halt im Hang so Ruderzüge machen kann, oder einen Slingtrainer. Das werde ich in weiteren Videos euch auch zeigen, wie ihr damit arbeiten könnt. Aber heute wirklich ohne Geräte wäre jetzt eine Übung, dass ihr euch auf den Rücken legt, die Füße locker aufstellen, die Arme kommen neben den Körper, Ellenbogen auf dem Boden, der ganze Oberarm liegt auf und jetzt drückt ihr euch aus dem Rücken heraus nach oben. Also es ist keine Sit-Up-Bewegung. Ich will nicht den Bauch trainieren, sondern ich aktiviere, der Kopf bleibt relativ neutral, die Rückenmuskulatur und hebe damit den Oberkörper. Auch da 8 bis 12 Wiederholungen.
und sagt, 3-4 Durchgänge insgesamt reichen erstmal für den Einstieg. Ja, das ist also die, sind die ersten beiden Übungen. Dann machen wir am Boden weiter mit der Stützbewegung. Das wäre jetzt der Unterarmstütz oder Plank auf Englisch. Entscheidend hier ist, die Ellenbogen sollten unterhalb der Schulter aufgesetzt werden. Der Kopf wird neutral gehalten. Und ganz wichtig ist, dass ihr den Po aktiviert, den Bauch anspannt. Also wenn ihr jetzt in so einer Stützbewegung seid, nicht den Po raus und nach oben rausstrecken, dann wird es leichter. Dann habt ihr aber nicht die Spannung und die Stabilität in der Wirbelsäule, die ich eigentlich haben möchte. Ich will aber auch nicht im Hohlkreuz hängen, weil dann geht auch Stabilität verloren und eventuell bekommt ihr Rückenschmerzen. Ja, das heißt, wirklich hier Po anspannen. Merkt das, der Po sitzt hier oben. Wenn ich den anspanne, richtet sich das Becken neutral aus. Und jetzt habe ich die Spannung, die ich brauche. Und die Position einfach halten. Wenn es geht, 30 Sekunden und dann ausbauen, 45, 60 Sekunden. Reicht, wenn man das in Serien trainiert, aber kann natürlich auch das Ausbauen mal 3-4 Minuten halten. Weltrekord sind übrigens über 8 Stunden, also falls ihr glaubt, dass eine Minute schon viel ist, das kann man auch ein bisschen länger machen, wenn es sein muss. Und die letzte Bewegungsdimension, die ich euch heute vorstelle in dem Video, wäre jetzt eine Kniebeuge. Dafür stellen wir die Matte auf Seite. Dafür stellen wir uns ungefähr schulterbreit auf. Die Füße zeigen, die Zehen zeigen nach vorne, vielleicht 1-2 Grad nach außen, aber nicht wie ein Cowboy stehen, sondern nur so ein bisschen. Und jetzt geht ihr nach unten. Mindestens 90 Grad. Wenn ihr könnt, geht ihr tiefer runter. Die Knie dabei nach außen führen, aber nur so weit, dass die Füße noch auf dem Boden bleiben. Wenn ihr jetzt auf die Zehenspitzen ausweichen müsst, kompensiert ihr, dann bleibt ihr da, bis wohin ihr runtergehen könnt, nicht tiefer gehen. Das ist wichtig bei der Übung. Wir nutzen, wenn möglich, den vollen Bewegungsradius aus. Also wirklich tiefe Bewegung runter. Der Oberkörper bleibt möglichst aufrecht. Also nicht hier abkippen in der Hüfte. Auch das wäre eine Kompensationsbewegung, wo ich einfach sehe, dass die Kniebeuge noch nicht sauber funktioniert. Also ich kann auch sehr viel rauslesen aus einer Kniebeuge. Da wird es aber ein eigenes Video zu geben. Ja, also Kniebeuge. Wenn ihr nicht weiter runterkommt, ihr könnt ein bisschen breiter euch auch hinstellen, dann wird es etwas leichter, dass wir es ein bisschen kompensieren. Ansonsten wirklich nur den Bewegungsradius machen, der schmerzfrei bei euch wirklich gut funktioniert. Schmerzfrei generell ist natürlich ein wichtiger Hinweis für das Thema Kniebeuge. Der Hinweis ist jetzt, wenn ihr Knie habt, die ohne Vorschädigung sind, könnt ihr den vollen Bewegungsradius machen. Wenn ihr eine Knieverletzung habt, dann solltet ihr wirklich eher in einem offeneren Kniewinkel arbeiten, also nicht weiter runter als 90 Grad gehen. Generell ist es kein Problem, auch eine tiefere Bewegung zu machen, weil der größte Anpressdruck im Knie, die Kniescheibe aufs Knie, also die höchste Kniebelastung, ist in dem Punkt 90 Grad. Wenn ich tiefer gehe, lässt der Druck wieder nach. Also hier unten habe ich eigentlich weniger Belastung auf dem Knie als bei 90 Grad. Also das so viel zum Thema, warum sagt er jetzt tiefe Kniebeugen? Das ist das, was wir heute wissen. Man kann durchaus auch mal tiefer runtergehen, um wirklich den gesamten Bewegungsradius der Übung zu nutzen. Also das ist mein Video Einführung ins Krafttraining. Mit den 4 Übungen habt ihr wirklich alle Muskelgruppen erstmal abgedeckt. Und in den weiteren Videos werden wir ein bisschen spezieller, dann stelle ich euch Varianten vor und vielleicht auch mal ein bisschen anspruchsvollere Übungen. Aber für den Einstieg, wenn man die sauber ausführt, reicht das, kann man damit super trainieren. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne auf Facebook. Ich gehe da gerne drauf ein oder mache ein Video draus. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.